Hi, mein Name ist Tim, ich bin 20 Jahre alt und ich habe früher nur 47 Kilo gewogen bei einer Größe von 1,89. Mein Essverhalten war komplett zerstört, ich habe mich komplett unwohl gefühlt. Heute lebt Tim in New York. An die Zeit damals, vor 5 Jahren, denkt er kaum noch. Tim war magersüchtig und musste in einer Spezialklinik am Chiemsee immer wieder behandelt werden. Als wir ihn vor 5 Jahren dort besuchen, ist er 15 Jahre alt. Die Klinik soll Tim erst verlassen, wenn er ein bestimmtes Gewicht erreicht hat. Therapeutin Anya McGrow schaut mit ihm Videos von seinem Körper an. Sie möchte ihn motivieren, wieder mehr zu essen. Wie würden Sie denjenigen beschreiben, wenn Sie den auf der Straße treffen? Also, ich würde auf jeden Fall finden, dass er zu dünn ist und dass er nicht schön ausschaut. Woran machen Sie das fest, dass der zu dünn ist? Man sieht es ganz gut an dem Arm da, dass halt der Oberarm dünner ist wie der Unterarm. Das sieht man da ganz gut drauf. Ja. Warum ist es in der Essstörung so, dass der Oberarm dünner als der Unterarm ist? Weil beim Unterarm sind 2 Knochen. Genau. Und da kann man dann irgendwann immer abnehmen, aber beim Oberarm schon. Wie ist das für Sie, sich so zu sehen? Ja, das ist halt anders, wenn ich mich im Spiegel sehe, wie wenn ich mich da sehe. Genau. Mhm. Das heißt, im Spiegel erleben Sie sich wie? Dicker um einiges. Ja. Und deshalb ist die ganze Situation ein bisschen unangenehm. Weil ich dann einfach selber sehe, wie verzerrt mein Bild von mir selber ist. Tim übt mit Anya McGrow in dieser Zeit auch für den Alltag nach der Klinik. In einem Café soll sich Tim ein Stück Kuchen bestellen. Ich habe gerade das Gefühl, Sie können da gar nicht hinschauen. Nee, also das ist alles so viel Kalorien. Was ist das gerade für ein Gefühl? Angst und Ekel. Wie hoch ist gerade die Anspannung? 9. 9. Was macht Ihnen an den Kuchen so Angst? Weil die auch so leise sind. Die schauen halt so schön aus irgendwie. So schön? Ja, ich mag das nicht, wenn Essen schön ist. Okay, warum nicht? Weiß ich nicht. Weil? Weil es bloß Essen ist und das so schön gemacht wird. Und warum darf das nicht schöner schauen? Weiß ich nicht. Ich mag ihn nicht. Weil das... Sie verführen versucht, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich finde, das ist Zeitverschwendung, wenn man sowas schön ausschauen lässt. Was eigentlich gar nicht schön ist. Ja. Okay. Alle paar Wochen bekommt Tim in der Klinik Besuch von seiner Mutter Tanja. Hi. Wie geht's? Ja, gut, ja. Gut? Ja. Gut, schaust aus. Danke. Zuerst wollte er eigentlich eine Cola trinken und dann ist doch wieder Wasser geworden. Cola Light, so, ja. Normales Cola. Nicht, dass jetzt alle denken, ich trinke normales Cola. Jetzt möchte ich eigentlich nicht, ich trinke kein normales Cola. Also nee, das geht gar nicht. Das ist jetzt wieder ganz schlimm. Das ist ganz schlimm gerade. Also, ja. Zum Beispiel das könnte ich jetzt nicht trinken, weil wenn ich Cola Light bekomme, dann brauche ich die Flasche dazu. Da habe ich jetzt keinen Beweis, ob das wirklich Cola Light ist. Also die könnten mir genauso Cola, normales Cola reinmachen. Hören Sie, das ist einfach, so ist Leben bei uns. Es geht nicht. Es geht nicht zu Hause, das weiß ich. So, wenn er jetzt entlassen werden würde, würde es nicht klappen. Ich bin jetzt da nicht überrascht. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen, jetzt schon ein bisschen anders wieder wäre, aber es ist immer noch gleicher Zustand. Siehst du das auch so, Tim? Ja, also ich finde es so unästhetisch und so normal einfach so. Wenn ich so einen normalen Körperbau habe, fühle ich mich dann einfach, will mir irgendwie nur abheben so. Ich habe halt Angst, dass es dann alles weggeht, weil das ist halt so das einzige Moment. Ja, was in meine Augen mich halt abhebt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wünsche mir, dass er irgendwann anders denkt. Ich weiß nicht. Ich finde es halt, für mich halt wohler. Für mich wohler im Untergewicht. Eigentlich soll Tim bald wieder nach Hause kommen und in die Schule gehen. Sein letztes Schuljahr vor der mittleren Reife steht bevor. Aber das wird erstmal nichts. Es ist schon so, dass ich halt vollen Anschluss eigentlich schon verloren habe. Und dass ich, wenn ich jetzt einfach so auf einmal in die Schule gehen müsste, dass ich einfach voll überfordert wäre und da gar nicht drauf klarkommen würde. Deshalb macht mir das schon, also ich kriege da schon ein bisschen Panik, wenn ich dran denke. Du musst es halt auch wollen. Du musst sagen, so, jetzt reicht's.
Ne? Ja, darüber möchte ich aber jetzt nicht gerade sprechen, weil du weißt genau, was ich dazu sage. Nächste Anlegestelle Link Start. Beim Aussteigen die Fahrscheine bitte. Das Schiff fährt im Anschluss weiter zur Herren. Damals war Tim noch nicht bereit, sich auf die Therapie einzulassen und etwas zu ändern. Seitdem sind 5 Jahre vergangen. Wir nehmen wieder Kontakt mit ihm auf. Er schickt uns Fotos und Videos und erzählt, wie es damals weiterging. Irgendwann war der Punkt da, wo es mir körperlich auch echt schlecht ging und ich auch ins Krankenhaus musste und ich extrem schwach war und ich mich auch nicht mal mit meinen Freunden treffen konnte und mein kompletter Alltag halt wirklich eingeschränkt war. Und das war dann für mich so, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt was ändern und ich will auch wieder einfach normale Sachen machen können, so wie auch alle Leute um mich rum. Und jetzt schafft er das auch. Er hat die Magersucht überwunden. In New York macht er eine Ausbildung zum Maskenbildner. Das war immer sein Traum. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Körper. Klar gibt's manche Stellen, die ich jetzt nicht so toll finde wie andere, aber ich denke, das hat jeder. Ich habe mittlerweile auch einen Freund, mit dem ich zusammenlebe und es gibt eigentlich nichts, womit ich mich wirklich unwohl fühle, wenn es um mein Essverhalten geht oder um meine Figur. Deswegen ja, ich hätte es mir niemals gedacht, aber ich bin eigentlich wirklich ziemlich 100% geheilt. Einkaufen, Cola trinken oder zum Bäcker gehen, Essen, das schön aussieht. Für Tim ist das heute alles ganz normal. Da ist eine Schokoglasur drauf und innen drin ist eine Vanillecreme. Ist mein absoluter Lieblingsdonut und ich esse ihn richtig oft. Zwei Begriffe. Ich mach mal vor. Mhm. Zeigen. Rechts, links. Rechts, links, Mitte. Ja, aber das sind... Nein, Moment. Ach ja, ihr wisst schon, was ihr tun müsst.